herzlich willkommen zu GTA Let's Play. Wir sind hier komplett letzte Mal Randale gelaufen und haben zum Schluss nochmal, wir sind Randale gelaufen, kann man das so sagen? Wir haben randaliert. Wir haben randaliert, Randale gemacht und ja, zum Schluss habe ich es dann doch noch irgendwie geschafft, die komischen 30 Leute da umzubringen im kompletten Rage-Mode und zum Schluss habe ich hier letztens noch das Auto dann in die Luft gejagt und deswegen haben wir jetzt ziemlich leider... Ziemlich viel passiert. Weißt du, was jetzt war? Es ist viel passiert, aber viel Unnötiges auch. Zoom doch noch näher dran. Das ist kein Foto. Willst du ein Foto von dem machen? Ah, okay. Sorry. Ja, aber weil wir jetzt das in die Luft gejagt haben, ist natürlich jetzt die Polizei auch hinter uns her und wir... Ah, die ist dezent hier irgendwo. Guck mal, das sieht aus wie eine Bowlingkugel mit den drei Löchern da hinten auf dem Rücken. Da muss man nur noch so den Daumen und die zwei Finger reinstecken. Oh, und dann kann man dich so durch die Straßen von angefangen. Los Santos rollen. Ich hab den Polizisten erschossen. Jetzt sind wir schon bei drei. Sorry. Wir können natürlich auch mal versuchen, da. 5 Sterne zu bekommen. Jawohl, das sehe ich gerne aus. Das sehe ich übrigens sehr gerne. Ich will jetzt mal gucken, wie der runterfällt da. Granatenwerfer. Ja, das wird ja wohl nix. Einfach ins Nichts geschossen. Du bist im Mode? Aber andere Waffe, du kannst ja nicht mit dem Granatenwerfer darum ballern. Was machst du da? Was erträumst du dir da? Glaubst du ernsthaft, du schießt in den Heli rein? Weil jetzt schnappt ja so ein Polizeiauto erstmal, oder? Oder willst du jetzt da so amok laufen? Die Polizeiautos sind ja eigentlich ganz geil, die sind ja ziemlich gepanzert. Ja. Und haben eine crazy Endgeschwindigkeit. So. So. Jetzt fahren wir ein paar Runden Polizei. Oh, jetzt, wo wir im Scheiße, ich glaube, ich habe vom Polizeiauto die Reifen kaputt gemacht. Aber jetzt, wo wir im Polizeiauto sind, werden natürlich die Polizeikollegen total nett und beleuchten uns permanent mit dem Hubschrauber. Das heißt, wir haben perfekte Sicht auf die ganze Stadt. Ja, genau, so kann man das auch formulieren. Oder dass die Bullen uns natürlich jagen. Nö. Und wir jetzt den noch ein bisschen mitnehmen. Zack. Boah, da musst du schon wieder aufpassen, dass du nicht aus dem Auto fliegst, oder? Oder fliegt man aus dem Polizei? Ich hab das mit Stockcar verwechselt. Sorry. Ja, zu viel Stockcar gefahren. Ja, genau. Da konntest du ja nicht ran, weil du immer auf dem Dach lagst. Das kannst du ja jetzt rauslassen. Genau. Ja, eigentlich lag ich nur einmal auf dem Dach. Nee, hä? Lag ich öfter auf dem Dach? Keine Ahnung. Ich weiß nur von einmal. Ja, du bist ja auch traumatisiert. Ja, ich bin nein, mega. Lag's, soweit ich, aber der TC lag öfter auf dem Dach, kann das sein? Ich weiß gar nicht, ich glaube, der lag einmal. Auch nur einmal? Woo! Aber TCs Auto ist ja eh nicht gefahren, deswegen... Ja, meins ist auch nicht gefahren. Alle sagen jetzt hier, oh, der arme TC. Aber meins war ja mega schlimm. Nein, seins auch so scheiße? Ja, natürlich. Ja, dann fahren wir ein bisschen bei GTA. Hat man mit mir auch mal ein bisschen mehr Mitleid? So. Ja, ich heule gleich schon. So, jetzt. Komm. 3 Sterne, einer geht noch. Aber wie kriegen wir jetzt den 4? Ja, wir müssen alle. Hast du schon mal 4 gehabt? Oh. Ja klar, eine Militärbasis, ne? Wollen wir in die Militärbasis? Ich weiß gerade gar nicht, wo die ist. Weißt du, wo die ist? Nö. Ja, das ist natürlich ein extra... Scheiße, unser Ding jetzt fährt halt aber, gar nicht. Aber wir sind, glaube ich, schon genug verfolgt, um jetzt noch in die Militärbasis. Ja, wie können wir denn jetzt noch mehr Sterne bekommen? Können wir jetzt einfach noch mehr Leute killen? Oder wir... Eigentlich musst du ja den Hubschrauber, ein paar Hubschrauber abschießen, ne? Aber auf der Straße... Oh, bis jetzt gegen die Laterne geballert da. Seile einsteigen auf einmal wieder. Aber guck mal, wie kann man denn als Polizist, wenn da so eine Amok läuft, sich einfach komplett vor den stellen und auf den schießen? Das... Du hast 4 Sterne übrigens. Yes! Also anscheinend von Polizisten umbringen kriegt man mehr. Jetzt hol dir mal einen neuen Wagen. Ja. Bei Polizisten sind natürlich besonders. Boah, jetzt hast du aber... Oh. Bei Polizisten sind ja besonders beliebt. Ah, aber ist schon, gut was los. Ich bin schon weiter. Ich bin schon weiter. Ja, Los Santos, die drehen gerade einen Hollywood-Film. Ja, ja. Du bist ja Gangster. Ich bin, wir drehen gerade nur einen Film, das ist alles nur Show. Macht euch keinen Kopf. Das sind alles nur professionelle Darsteller, das ist alles nur Ketchup. Was da ist so. Guck mal, die kommen ja gar nicht hinterher. Die denken, glaube ich, echt, ich gehöre zu denen. Ja. Habt ihr ordentlich aufs Korn genommen, ne? Wenn man sich jetzt einfach... Das schafft man gar nicht mehr. Guck mal, er ist bestimmt wegen dir unterwegs, der Feuerwehrmann. Ja, es kann natürlich sein, muss aber nicht. Denn ich gehöre ja zur Polizei mit diesem Auto, ne? Okay. Dann musst du aber auch hier... Ich bin ein Meister der Tarnung. Mhm. Merkt auch kein Trevor, Mensch. Trevor ist ein Meister. Ja. Hey, jeder Polizist fährt so. Wenn du Verfolgung siehst, hast du noch nie gesehen? Stimmt. Wir tun einfach so, als würden wir den aussuchen. Wir kriegen den. Wohin soll ich gucken? Auf den Fernseher. Was war das denn für einer? Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Das war irgendein Typ, der meinte, ich muss jetzt den Helden spielen und einfach mal abbiegen und mich rammt. Die Polizei. Ich meine, ich war in dem Moment die Polizei. Aber wir haben 4 Sterne geschafft.
Was geht? Habe ich bis jetzt noch gar nicht. Ich bin voll stolz auf mich. Ich bin auch ein bisschen stolz. Dass ich dann gestorben bin, da ist natürlich nicht ganz so cool. Wenn ich die vier Sterne gesehen habe, ist mir richtig warm ums Herz geworden. Ja. So holt man sich Respekt. Erfolg! Bei GTA. Hey! Yippie! Und nur 1025 gezahlt. Da hat sich das gelohnt. Auf jeden Fall. Stimmt. Hier, Granatwerfer. Willst du jetzt auch mir nachmachen, oder? Nö. Ich will einfach nur den Leuten zeigen, was ich dabei habe. Ach so. Willst du ihnen quasi ein bisschen Angst machen, wenn du auf die zielst? Aber man kann aus dem Auto nicht mit dem Granatenwerfer schießen, ne? Nee, leider nicht. Das wäre übertrieben. Cool. Wäre geil, ne? Probier's mal. Nee, geht nicht. Schade. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir mal die Mission weitermachen? Was ist er denn hier so schnell unterwegs? Ja, du könntest natürlich ja zu einer Mission gehen. Was ist er denn? Guck mal, wie fährt er hier? Ja, du fährst so. Nee, er, guck mal. Nein, der hat Angst vor dir, was denn sonst? Ja, genau. Einfach auf den schießen, ne? Der verhält sich verdächtig. Du schießt Alter, was ist denn mit den Autos los? Ja, weil du auf die schießt. Nö. Was sollen die denn nur machen, auf den die Ja, wir haben auch Angst. Schau, jetzt kommt die Bullerei schon wieder. Was bist du denn für ein Mitbürger, dass du einfach deine anderen Mitbürger alle abschießt? Das geht einfach nicht. Guck mal, was machen die denn? Die haben einfach nur Angst. Warum fährt der denn so? Die wollen einfach nur ihr Proletenleben in L.A. leben. Der ist aber Falschfahrer, ich muss das unterbinden. Die armen Leute. Jetzt einen auf hier. Hallo, du musst ich richtig fahren. Ich bin Hüter des Gesetzes irgendwie. Das ist auch noch eine Frau. Ja, die hat ja auch Angst vor dir. Und deswegen schießt du ihr in die Windschutzscheibe. Nee, ich muss jetzt mal mit der reden. Hör mal. Blondie. Weil sie schwarz gefahren ist. Blondie. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo, ich rede mit dir. Oh. Du hast dich echt jetzt einen Granatenwerfer. Die brennt! Komm schon, die brennt! Ist sie so heiß? Lösch die! Wie denn? Weiß ich nicht! Tritt drauf! Keine Ahnung, lösch! Geh aus! Oh, die wird ja schwarz! Oh Gott, ich muss sie wiederbeleben! Ich muss sie wiederbeleben! Aber nicht mit. Nee! Nein! Ich muss sie wiederbeleben! Weil die ist echt Hopfen und Malz verloren. Leb wieder! Sie brennt schon wieder. Geh aus. Oh, die Polizei kommt. Oh. Die wollen auch helfen. Kannst du ihnen mal ein Status-Update geben? So. Kann es sein, dass du gerade auf meine 4 Sterne neidisch warst? Ja, ein bisschen schon. Oh. Du brennst. Du kannst auch den Trevor hier den Mode machen. Dann. Hier, das Auto scheint ja gut gewesen zu sein. Ach, das war es von Anfang an. Du wolltest einfach nur ihren Wagen. Hey, guck mal, so kann man doch nicht umgehen mit den Menschen hier. Aber ich meine, du hast gar keine Fahrertür mehr. Ist doch scheiße. Ah! Du fällst ja gleich raus wie ich. Jetzt wird's spannend, weil du da wahrscheinlich stirbst, ja. Nee, ich war ja im Mode. Ja, hast natürlich ein bisschen trotzdem was abgezogen bekommen, aber nicht viel. Mann, steht ja mal wieder auf. Nee. Diese Rumheulerei, die geht mir auf den Sack. Ey, du hast jetzt schon 4 Sterne. Du bist echt ein Penner. Du bist ein Penner. Weil jetzt ist gleich der Mode vorbei. Oh. Und der sitzt vor dir und schießt dir in die Füße. Guck. Ich wollte nur zeigen, dass ich es schaffe, die 4 Sterne innerhalb von... Außer Gefecht. Aber du warst, glaube ich, schneller. Ja, glaube ich. Ja, doch. War ein Tick schneller. Ja. Hey, egal. Aber wir sind jetzt viel zu viel. Wir müssen jetzt hier nochmal Mission machen, weißt du? Wir haben jetzt den Frust des Alltags nochmal rausgelassen. Was ist Frust? Hast du Frust? Erzähl mal, was ist denn los? Viel weinen und so muss ich in der weinen? Freizeit. Ich weine sehr viel und häufig. Mit den Ladies oder was ist los? Ich weine mit den Ladies zusammen. Nicht mit den Ladies, wegen den Ladies. Auch. Wer weint denn mit den Ladies? Hier gibt es sicher viele, die mit. Die anderen Ladies halt. Oh, nee, die will ich doch nicht. Nein! Trevor, ich will den Wagen doch nicht. Hör auf! Lass doch die arme Frau, ich will den da hinten. Mann, man kann den Trevor gar nicht mehr abhalten. Man sagt einmal, klau den Wagen und der klaut den. Du kannst nichts mehr machen. Ist komplett. Yes. Ist das mit der blanken Hand schlägt er einfach in die Scheibe rein. Nicht mal irgendwie ein Shirt oder so. Aber das machen die alle. Ja, das sind halt. Es wäre natürlich auch krass, wenn die erstmal so ein Shirt um die Faust wickeln. Das wäre real, ne? Der hat übrigens eine richtig krasse Beschleunigung. Das ist, glaube ich, so ein Elektroauto. Der geht richtig ab. Echt jetzt? Mhm. Der hat so die überkrasse Beschleunigung. Der sieht ja, finde ich, aus wie dieser Lotus Elise, aber das soll, glaube ich, irgendwie ein Mercedes irgendwas sein. Was packst du denn irgendwelches Insider-Wissen, was du auch gar nicht hast eigentlich? Woher hast du das? Autos kriegt man da so ein bisschen mit, oder? Geht, ne? Ich kenne halt gerade so ein Audi A8 und ein A3 unterscheiden. Kenn ich ganz, das weiß man ja, glaube ich. Ich vertreib's. Aber hier müsst doch irgendwo. Warte mal. Weißt du was? Nee. Ich gehe mal kurz zum Friseur.
Wenn der offen hat, ist schon ein bisschen spät. Ja, stimmt. Der Trevor, der schaut so verranzt aus, der Arme. Guck mal. Schaut aus wie... Sollen wir jetzt Trevor zum richtigen Styler machen? Ja, erstmal zum Friseur. Zu... Hey! Zu... Was ist denn nicht schlag offen? Mal da ein. Nee, das fuckt mich jetzt ab. Mach mal eine... Häng mal eine Bombe wieder. Wir sind so richtig im Range-Mode. Eine Bombe da dran? Ja, genau, so eine. Mit L2 kannst du ja zielen und dann mit R2 das da dran pappen. Oh, oh, jetzt schon! Bitte komm später, stand da. Nein, nein, du kannst jetzt mit links und rechts kannst du das... Hallo? Mit links und rechts kannst du das auslösen. Aber wir sehen ja noch gar nicht richtig. Ach, du hast jetzt schon einen Stern? Hallo, nicht noch eine werfen? Hast du das jetzt an die geworfen? Klebt die jetzt an der? Du kannst es mit, mit den Pfeiltasten links und rechts kannst du den ausnehmen. Ah, yeah. So, ist der jetzt auf? Ich guck mal. Ich fahr mal rein. Hä, hey, das bringt ja gar nichts. Was ist denn das für ein Quatsch? Was ist das für ein Hochsicherheits-Friseur? Komm schon, hey. Ich mache eine Haftbombe an die Tür und die geht nicht auf. Ja, richtig, crazy glass. Ich dachte, das ist real. Oh, der ist geil, der Wagen gerade. Aber der ist auch cool. Ich mag den voll, weil der so eine überextreme Weil der ein Elektroauto ist. Ja, der Easy hat wirklich einen sehr guten Sinn für Umwelt. Öko und so, genau. Für sparsames Sparen. Mhm. Dafür bin ich bekannt auf den Straßen. Genau. Energieeffiziente Sparen. Genau. Ja, wobei bei den amerikanischen Autos wird ja nicht so viel gespart, glaube ich. Ne? Es wird wenig gespart wie in Deutschland. Echt? Ich glaube schon, oder? Ich würde irgendwie an der deutschen Automobilindustrie Kritik hier hegen. Wieso, Kritik ist doch positiv, dass wir so viel sparen. Guck mal, du kannst mal ausrauben hier die Tankstelle. Guck mal, mit Franklin könnten wir das jetzt, oder? Auf jeden Fall ist da das L. Versuch mal, ob du dann die Tanke... Doch, die kannst du ausrauben, glaube ich. Ja, 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 ja. Machen wir, machen wir, machen wir. Nein! Nein! Egal, ich Egal, kannst du zünden? Nee, dann haben wir direkt Ärger, das geht ja nicht. Ja. Lass sie einfach da hängen, merkt schon keiner. Falls ich später Lust habe, zünde ich sie einfach mal. Womit ist das am coolsten? Ich finde, mit der Pumpgun einen Laden ausrauben sieht immer am geilsten aus. Okay. Boah, ganz lässig reinspazieren. Und dann musst du dem einfach nur die Knarre an den Kopf halten? Warte, erst tun wir mal so. Wir müssen dürfen keine Hunde rein. Trevor, wieder raus. Wir müssen erstmal ganz gucken. Was gucken wir? Was essen wir? Du hast eine Pumpgun in der Hand. Psst. Warte, ich wechsle sie mal schnell. Was essen wir denn heute? Ich wechsle schnell zu einem Sniper. So. Nee, zu Ende. Mit so ein bisschen Ketchup? Hier ja, ein bisschen Ketchup. Boah, Slush-Eis, ich will Slush-Eis. So, und jetzt könnten wir langsam... Fragen, ob es denn auch hier die neuen Bonbons von... Hey! Abu! Um jetzt zu drohen, könntest du den da unten mal killen, oder? Echt? Nee, der ist ja jetzt schon. Schau mal, wie geil der mir das direkt gibt. Der ist zu langsam. Echt? Ich finde, der ist zu langsam. Guck mal, der andere holt jetzt schon welche. Baller mal irgendwie so ein bisschen rum, damit er ein bisschen Angst bekommt. Echt? Das glaubst du? Baller dem die Zigaretten aus dem Regal. Doch nicht auf die Pornoheftchen. Da hast du Geld. Oh, wer aber ist er? So wenig. Da war noch ein anderer. Da war noch ein roter. Da ist ein roter drin. Ne, der ist überall woanders. Oh. Komm, jetzt knall noch ab. Nein. Na gut, wir sind Frieden. Ich will einfach nur, guck mal. Einfach nur Geld, ne? Jetzt gleich aber, bist du im Rage-Modus? Hier kommt, guck mal, der richtige Agent. Hä, sind das die Mitarbeiter von der Tankstelle, die auf mich schießen? Die haben sich... im Tank versteckt. Ist da ein neuer Wagen? Nee. Was? Nein! Lass doch den, der ist doch gut. Ja, ich dachte nur, vielleicht ist das ja noch geiler. Wir können eigentlich jetzt aber noch mal kurz durch die Waschanlage fahren. Oh, ich hab das vielleicht ist kurz das gezündet. Vielleicht ist das Auto dann so schön. Hast du jetzt die Bombe gezündet? Ja, ich dachte mir so, ich kann doch nicht einfach gehen, ohne die zu zünden. Guck mal, wie geil das wäre, wenn man vorher überall die Bomben platziert. Und wenn man dann rausgeht und die ganze Leute schon da ist, fährt man eben weg und zündet dann die ganzen Bomben und alles. Ja, das ergibt sogar ein bisschen Sinn. Wäre mal geil. Weißt du, was ich jetzt mach? Ich will die ganzen armen roten Punkte da auf der Karte nicht einfach zurücklassen. Ich würde die gern echt erlösen. Die roten Punkte willst du erlösen von ihrem Leid? Ja. Bin mal gespannt. Ach, mach das. Liegt da doch so eine Granate hin. Oder werft da Granaten, einfach eine Granate rein. Boah, das ist schlecht mit der Pumpgun. Das dauert viel zu lange. Wieso? Weil die so immer nur einen Schuss hat. Ich glaube, das gibt keinen. Oh, du hast keinen Special-Modus mehr. Boah, geil. Und jetzt auf die Granate. Jetzt damit auf die Tankstelle schießen. Ah, du hast keinen mehr. Aber du hast doch bestimmt noch eine Granate. Du bist gleich tot. Du bist im Moment tot. Ich kann es schon sehen. Ich sehe schon, wie du gerade so runterfällst. Und dann steht der außer Gefecht. Schon 4 Sterne. Ha? Ey, ich hab du hast gerade wieder Leben bekommen. Du bekommst gerade wieder ich Leben. Ich hatte schneller 4 Sterne dazu. Na, das war mein ganzes Ziel. Das wollte ich jetzt noch erreichen. Wolltest du doch nochmal zeigen, wie viele Eier du hast? Wie viel Kochonne ich habe. Wie viele Eier? Wie viele, ja. Genau 4.
Du hattest zwar auch 4, aber ich habe schneller 4 Eier bekommen. Und jetzt nochmal eine rasante Jagd hier. Nee. Guck mal, wie schnell das Auto ist. Beim Elektroauto. Oh oh. Außer Gefecht. Aber naja, mein Verfolgungsjagd hier mit 4 Sternen habe ich euch schon jetzt oft gezeigt. Das heißt, wir können das auch beenden, wenn du willst. Weil ja, also ich finde, wir sollten das beenden. Vielleicht kommt sowieso wieder irgendein Typ, der meint, der muss hier den Zorro spielen, einfach für die Gerechtigkeit. Ballert hier vorne rein. Und der mich einfach hier rammt. Weil ich glaube, ich sehe da auch schon vorne was. Guck mal, das ist eine Mauer, wie bei Need for Speed. Und du fährst auch noch rein. Boah, aber guck mal, wie elegant. Guck mal, früher bei GTA San Andreas hättest du jetzt so einen Stunt-Modus bekommen, weil du dich so gedreht hast. Ja, jetzt, heutzutage ist ja alles anders. Heutzutage bekommt man nicht mal Geld für komische Stunts. Ja, was sind das da dann, ey? Voll scheiße. Und was ist er hier für einer vor dir? Ja, der liefert sich hier ein Race mit mir mit meinem Geleiter. Also, ich fahr doch noch gerade ein Rennen. Boah, dein Auto. Komm, jetzt stell dich. Holst du nach dem 5. Stern? Holst du nach dem 5. Stern? Holst du nach dem 5.? Das will ich jetzt sehen. Du hast noch, bist im Modus? Ja. Dann jagt die jetzt noch alle in die Luft. Jagt die jetzt noch alle hab in die Luft. Hab ich nichts mehr! Doch, Granaten hast du noch. Ah, scheiße, jetzt hab ich stark genug aus verdienen. Granaten und du kannst oben die Haftbomben jetzt wechseln. Ah, hast du nicht? Dann eben die Haftbomben einfach ganz schnell da dran und dann vielleicht explodieren die dann alle. Oder werf die, werf die. Und jetzt nach rechts und links, rechts und links, rechts und links. Einfach. Ja! Jawohl, da ist er! Boah! Mann, bin ich ein Motherfucker! Ja! Woll. Yes! Aber mit Würde gestorben! Das war top, die 5 Sterne waren super. Außer 5 Sterne. Geil. Das war's heute, die 5 Sterne Folge, 4 Sterne. 5 Sterne Deluxe. 5 Sterne Folge. 5 Sterne Deluxe? Ja. Coole Band. Ja, das war's für heute. Morgen geht's weiter mit Let's Play GTA 5. Bis morgen dann. Ciao! Ciao.